Die Aufgabe bitte nochmal vorlesen. Spiegeln Sie den Punkt A 1,0 am Punkt L 3,1. Der gespiegelte Punkt heißt der A'. So, ihr kennt das. Zuerst mal schätzen wir. Also das heißt, einfach ohne groß drüber nachzudenken, schätzen, wo liegt der Punkt A', welche Koordinaten hat er? 5, 2. Also nehmen wir das mal. Schauen wir, ob es stimmt. Das ist 5, 2, wird schon stimmen. Okay, also wir haben es jetzt erstmal gesehen. So, jetzt kommt der zweite Schritt, es zu rechnen. Und jetzt ist die Frage, wie rechnet man so einen Spiegelpunkt aus? Also das heißt, wie kriege ich den OA'? Den Vektor von AL berechnen und dann den Vektor mit AL mit OL addieren und dann kommt man auf A'. Völlig richtig. Jawohl, das ist völlig richtig, das ist auch die gängige Lehrmeinung. Ist auch völlig in Ordnung, also falsch ist das keinesfalls. Also der AL, den hängen wir nochmal hier hin. Also ist OA', das gleiche wie, jetzt haben wir gesagt OL. OL ist ja der Ortsvektor, der auf L zeigt. Wenn ich den hier einzeichne, wird es nur voll. Also das ist quasi dieser Punkt hier. Ja? Das ist OL plus AL. So sieht es aus. Und jetzt schreiben wir das mal komponentenweise auf. Also das heißt, wie haben wir das jetzt gerechnet? Der OL, welche Koordinaten hat der? Der OL. Das ist die wundersame Punktumwandlung, der hat 3,1. Der AL. Wie rechnen wir denn AL aus? AL hat 2,1. Ja, aber die Rechnung. Es geht nicht ums Ergebnis. Also, ja, die Rechnung ist 3 minus 1 und 1 minus 0. Jo, also, das heißt quasi 3,1, der OL minus dem OA. Ja, Ende minus Anfang, wir erinnern uns. Gut, und tatsächlich kommt dann da das Richtige raus. Also wenn ich das ausrechne, 3 plus 3 minus 1 ist 5, 1 plus 1 minus 0 ist 2, das ist richtig. Das heißt, jetzt kommt wieder die wundersame Punktumwandlung und daraus folgt dann, dass der A' gleich 5, 2 ist. Also das hier. Gut. Das haben wir rausgekriegt und jetzt kommt die Verallgemeinerung. Ja, wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man, das ist OL plus, was ist das jetzt nochmal, OL minus OA. So, und was ist OL plus OL? Zweimal OL. Sehr gut. Minus OA. Und das ist das dritte Parallelogrammgesetz. OA', also quasi die Koordinaten des Spiegelpunktes, es ist zweimal der Vektor, der Ortsvektor, der auf den L zeigt. Komischer Name eigentlich. Sollte man sich mal darüber überlegen, warum ich den so genannt habe, minus den Originalpunkt. Warum heißt LL? Wie hätte ich denn den vernünftiger nennen können? Um was für eine Spiegelung handelt es sich hier? Eine Punktspiegelung. Sehr gut. Und wie heißt der Spiegelpunkt? In unserem Fall L, aber das ist auch der Mittelpunkt zwischen A und A'. Reden wir gleich drüber. Aber erstmal, wie der heißt, da gibt es einen Namen. Wie nennt man denn den Spiegelpunkt bei einer Punktspiegelung? Der heißt anders, der heißt Zentrum heißt er. Ja, ich habe es aber trotzdem nicht Z genannt. Ja, das hat seinen Grund. Ich habe es trotzdem L genannt, obwohl bei der Punktspiegelung der Spiegelpunkt Z wie Zentrum heißt. Das hat einen Grund. Das heißt, diese Formel ist absolut allgemeingültig. Diese hier, die gilt nämlich immer.
Nicht nur bei Punktspiegelungen, auch bei Geradenspiegelungen gilt die. Geradenspiegelung sieht so aus, wir haben eine Spiegelgerade, dann habe ich ja einen Punkt und dann muss ich hier runterloten, um spiegeln zu können. So, und dieser Punkt, der hat einen Namen, wie heißt der? Das ist der Lotfußpunkt, deswegen heißt der L. Und wenn man schaut, ja, da ist hier der A' hier hinten und das heißt, dass diese Formel, die gilt auch bei geraden Spiegelungen. Ja, die gilt auch bei Ebenenspiegelungen, die gilt einfach immer. Ja, das heißt, das ist das Zentrum der Spiegelung schlechthin. Und deswegen habe ich den Punkt hier nicht Z genannt, obwohl es sinnvoll gewesen wäre, sondern ich habe ihn L genannt, um darauf hinzuweisen, dass das eine Bedeutung später in Klasse 11 hat. Das heißt, übersetzt, wenn ihr später in Klasse 11 oder 12 Spiegelungen rechnen sollt, dann rechnet ihr erst den Lotfußpunkt, also L aus, und dann ist A' gleich 2L minus A. Punkt. Dann ganz einfach. Gut, also das ist die Formel, die ist wichtig, die heißt drittes Parallelogrammgesetz. So, jetzt kommen wir zu dem anderen. Da war irgendwas. Irgendjemand, ich habe da vorhin was gesagt, da kommen wir noch drauf. Erinnert ihr euch? Da habe ich gesagt, da kommen wir noch drauf, das verschiebe ich. Welche Aussage war das? Die müssen wir nochmal machen. Das war die Aussage, der Lotfußpunkt ist von A und A'. Der Lotfußpunkt ist, also da brauche ich kein Vektor schreiben, L ist die Mitte, habt ihr vorhin gesagt, und zwar völlig richtig, von A und A'. Ja, diese Aussage war völlig richtig und so kann man übrigens das dritte Parallelogrammgesetz auch beweisen, nämlich, wir gehen einfach mal her und berechnen die Mitte von A und A'. Die ist ja OA plus OA' halbe. Das ist die Mitte und das ist der Lotfußpunkt. L ist die Mitte von A und A'. Dann gilt das erste Parallelogrammgesetz. Ja, wenn das Wort Mitte auftaucht, heißt es immer sofort erstes Parallelogrammgesetz. Und dann habe ich das hier und das kann ich jetzt nach OA' auflösen. Ja, wenn ich diesen Apparat nehme und den nach OA' auflöse, dann kommt nämlich genau das raus. Da kommt raus 2OL mal 2 multipliziert minus OA. Also das heißt, das dritte Parallelogrammgesetz folgt direkt aus dem ersten mit dieser Idee. So, warum habe ich auch das dritte Parallelogrammgesetz formuliert? Also das erste ist, dass die Leute nie wissen im Abitur, muss ich da Plus rechnen oder Minus? Hier hat man es gesehen. Aber das wissen die Leute im Abi nicht mehr. Und das Allerschlimmste ist, die meisten geben mir den AL als A' an. Und das ist natürlich furchtbar. Ja? Das hat dann mit der Aufgabe nichts mehr zu tun. Deswegen habe ich dieses Parallelogrammgesetz so, wie es ist, formuliert. Ja? Also bitte das Parallelogrammgesetz auswendig lernen. Gibt es da Fragen dazu?